Hallo beim sportlichen Teil der Sendung und ich möchte es eigentlich dieses Mal von den Fans sagen lassen, denn gestern war es einfach mal wieder echt schön, Fan von Borussia Mönchengladbach zu sein. Also ich fand es gut, dass sie gewonnen haben und der Rest war auch okay. HSV kam ja nach vorne, aber Gladbach war heute viel besser. Ah, war ganz ordentlich, ne? Zweite Halbzeit war ganz gut. Ja, also für mich war es großartig. Ja, ich habe von vornherein auf 3-1 getippt, also von daher hatte ich einen richtigen Riecher, ja. Wir fahren jetzt zufrieden nach Hause, weil wir natürlich 3-1 gewonnen haben gegen den HSV und dass wir auf einem guten Weg sind, in Europa dabei zu sein. Ja, UEFA Cup ist, also Europa, ne, wie heißt es denn, Europapokal ist drin, ne? Ich fand's klasse, weil Gladbach gewonnen hat. 3-1 gewinnen die Fohlen im Borussia-Park. Philipp Dahms verwandelt den Nachschuss seines verschossenen Elfmeters ganz cool. Raphael verwandelt die Vorarbeit von Max Kruse genauso cool. Und Dominguez knallt die Kopfballverlängerung vom Ruhl Brauers auch mal schön in die Maschen. Was sollen da die Hamburger sagen? Naja, es war erstmal eine ganz gute Leistung. Von den Hamburgern vor allem. Da waren wir jetzt auch anderes gewohnt aus den letzten Spielen. Ansonsten, ja, hätte auch ein Unentschieden werden können. Sicherlich kann man sich jetzt auch nicht beschweren, da verloren zu haben. Aber ja, wird schwer. Ja, das ist Niedergeschlagenheit in der Kabine. Aber wir sind dafür da, die Mannschaft wieder aufzurichten, aufzubauen, ihnen auch die Dinge zu zeigen, die gut funktioniert haben. Wie gesagt, in Gladbach so eine Partie abzuliefern, die auch geprägt war durch Willen und Leidenschaft. Wie immer eigentlich, so habe ich die Mannschaft kennengelernt, aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe ja ehrlich gesagt etwas mehr Offensivspiel der Hamburger erwartet und nicht nur ein Reagieren. Trotzdem, einige Chancen hatten die ja dann auch noch, ist aber alles gut gegangen. Unser Sieg war schwer, es war, wie sagt man, ein Arbeitssieg. Klar, sehr schwer, aber am Ende, wir gewinnen 3-1, kann ich sagen, es war nicht unverdient. Schwer, aber nicht unverdient, und es war wichtig, wieder ein positives Ergebnis zu Hause zu erreichen, einen Sieg zu erreichen. Martin Stranzl musste verletzt raus. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist, aber so viel wissen wir noch nicht. Fußgelenk. Nicht Knie, nicht Hüfte, Fußgelenk. Hat gedreht und so. Ja. Die Tabelle sieht weiter gut aus. Der Kampf um Europa geht in die heiße Phase. Aber der 6-Punkte-Vorsprung auf Platz 8 ist auch schon mal super. Aber na klar, fragen Sie Lucien Favre einfach nicht nach Europa. Sie kennen schon meine Antwort. Ich konzentriere mich nur auf das nächste Spiel und wir werden weiter alle so denken, Spiel für Spiel nehmen. Das ist so schwer, jedes Spiel. Es war der Fall heute. Es wird auch der Fall Samstag in Nürnberg. Kommen wir noch zu einer guten Meldung für die Borussia. Borussia Mönchengladbach verpflichtet zur neuen Saison André Hahn vom FC Augsburg. Der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler unterschrieb bei der Fohlen Elf einen bis zum 30. Juni 2018 laufenden Vierjahresvertrag. Coach Lucien Favre ist mit der Neuverpflichtung zufrieden. Ja, hat seine Qualität gezeigt. Er ist auch kämpferisch, läuferisch sehr, sehr stark, schnell, ausdauerstark. Er hat schöne Tore gemacht mit links, mit rechts. Kopfball auch gefährlich und das ist gut für ihn, das ist sehr gut für uns. Und auch als Mensch sehr, sehr positiv und das ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Zuletzt gehörte André Hahn sogar zum Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw für das Länderspiel gegen Chile. Letzte Woche mussten wir es ja leider schon vermelden. Für die Krefeld-Pinguine ist bereits im Viertelfinale gegen Ingolstadt Schluss gewesen. Aus der Playoff-Traum. Jetzt startet die Abschiedstour aus der Saison 2013-2014 bei den Fans. Wie bereits vor 3 Jahren möchte die Mannschaft der Krefeld-Pinguine sich in Form einer Abschiedstour durch einige bekannte Krefelder Fan-Gastronomiebetriebe bei den Fans in den Sommer verabschieden. Morgen geht es in die Fan Außenstelle in das Haus Kleinlosen auf der Zwingenbergstraße in Krefeld-Verberg. Um 19 Uhr erwartet Familie 7 morgen die Mannschaft und auch dort wird es Autogramme und Gespräche mit den Spielern der Mannschaft geben. Am Mittwoch, den 2.4.2014, dann um 17 Uhr, steht die Mannschaft bei der letzten Autogrammstunde der Saison beim Modepartner Otten Outlet Menswear in Tönnesforst auf dem Programm. Am Freitag sehen Sie dann noch 2 der Pinguine bei uns hier bei City Vision, also dann auf jeden Fall wieder einschalten.
Beim Handballverein TV Korschenbruch wird sich wohl einiges ändern. Der Verein muss in eine gerichtliche Eigenverwaltung wechseln. Diese Maßnahme inklusive einer Einbringung eines Insolvenzplanes soll zunächst den Spielbetrieb in der dritten Liga retten können. Auslöser für die Geldprobleme ist die Änderung der Rechtsprechung in der Einstufung von Trainern im Sportbereich. Sie führte jetzt dazu, dass anders als in den Vorjahren eine Selbstständigkeit der Trainer in den Jahren 2009 bis 2011 nicht anerkannt und eine Nachforderung in Höhe von fast 60.000 Euro entstand. Die Mitglieder und ganz allgemein das Vereinsleben sollen von dem eingeleiteten Verfahren nicht beeinflusst werden. Also wir wünschen auf jeden Fall das Beste. Kommen wir noch kurz zum KFC Uerdingen. Der Fußballclub in der Regionalliga hat Probleme, muss man sagen. Gegen Siegen am Wochenende wurde verloren und zwar mit 4:0. Und sogar die Fans wollten zu einem Großteil nicht mehr anfeuern, sondern erwarten jetzt erstmal Leistungen beim nächsten Spiel gegen Köln. Das wird ziemlich schwierig, weil 7 Punkte fehlen momentan dem KFC Uerdingen zum Relegationsplatz in der Regionalliga. Momentan wird es ziemlich dunkel, aber auch hier drücken wir nochmal die Daumen, dass eventuell nochmal ein bisschen was rumgerissen werden kann. Das war es jetzt vom Sport. Bis zum nächsten Mal.